Wären Sie bereit, die romanische Sprache zu lernen? Ja, wenn Sie mich nach Surselva einladen für eine Woche Kurs, dann komme ich sehr gerne. Wir haben Sie eingeladen und Sie sind nun tatsächlich hier. Wir haben kaum geglaubt, dass dies realisierbar sei. Umso mehr freuen wir uns und sind stolz, dass Sie, Herr Cassis, heute bei uns sind. Ifejane Bus in Cordial Benvenuti. Cara Scolaras, Cars Scolars. Vous avez encouragé mei de retornar à escola. Oze zum Jeu Keu e celegrel d'emprender en Jeans Plaids con vous. Das ist mein Ziel bei der Emna Romanja, dass die Schweiz sieht, welche Vielfalt, welche Reichtum wir auf unserem Territorium haben. Das Brötchen, la mincha. La? La mincha. La mincha. Der Alpkäse, il Gjel del Alp. Il Gjel del Alp. Ja, das da. Cumpera, la betta cumpera. Das Bündnerfleisch, la pulpa. La Puelpa. Audio, la Puelpa. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich am meisten wünschen? Einfach, dass die Schweiz wieder vielsprachig ist. Und dieses Reichtum, das gibt euch die Sensibilität, den Anderssprechenden, aber auch den Andersdenkenden zu akzeptieren, versuchen zu verstehen, in seine, ihre Haut zu versetzen. Und das ist Diplomatie, die Fähigkeit, mit anderen umzugehen, die anders sind. Grazie schön, grazie dich. Arina Bertoc, Coretta Pichada. Coretta Pichada. Wie war es, Bundesrat Cassis zu treffen? Etwas Einmaliges. Also, es war echt cool. Super. Er hat gesagt, wir sollen uns nicht anpassen und unsere Sprache auch weiterhin ausführen. Und stolz auf unsere Sprache zu sein. Ich bin auch sehr stolz, dass ich Romanisch spreche. Dass es für die Sprache immer noch eine Zukunft gibt und dass man diese Sprache trotzdem noch weiterführen kann. Die Freude, die ich gehabt habe, bei euch zu sein, die brauche ich nicht zu wiederholen, die bleibt in meinem Herzen.